Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen React hier auf Pietsmeet TV. Am 1.1. glaube ich. Frohes neues Jahr an euch an dieser Stelle. Frohes neues Jahr! Ich schlafe noch, während ihr das hier seht. Wahrscheinlich. Selbst wenn ihr es am 2. guckt, schläft Bram immer noch. Nee, das stimmt nicht. Nee, das stimmt nicht. Das ist übertrieben. Ich habe euch gefragt, hier heute am Zeitpunkt der Aufnahme, was ihr gerne für React sehen wolltet, auch im Community-Tab von Pietsmeet TV. Und da war eine der Sachen, die ihr euch gewünscht habt. Montes React auf einen ZDF-Beitrag, in dem ich vorkomme. So, das ist ein ZDF-Beitrag. Ich glaube, der kam bei ZDF Kultur irgendwo. Und da ging es um Streaming. Beziehungsweise ich habe mich mit dem Moderator getroffen in Berlin und habe bestimmt eine Stunde mit dem gequatscht. Und ich habe keine Ahnung, was die daraus gemacht haben. Ich habe den ZDF-Beitrag selber noch nicht gesehen. Aber Monte hat ihn sich wohl angeguckt und so wie ich das bisher gehört habe, war er unzufrieden mit dem, was da gesagt wurde. Und das deswegen wollt ihr wahrscheinlich auch, dass wir reacten, ja, dass hier Beef kommt oder so. Boah, ich wollte gerade sagen, Monte hat Peter voll gehatet, fände ich nice. Da habe ich jetzt Bock drauf. Gucken wir mal. Drauf. Ich bin ein Mensch mit einem offenen Herzen. Team, ne? Was? Sitzt da oder da, ich bin mir nicht sicher. Heißt du Jay ist unser Monte, oder was? Nein, nee, ich bin nicht tätowiert. Ach so, und selbst unser Monte. Ich hab da, aber ich habe heute mein Hemdchen nicht an. Ich stream ja heute nicht. Okay, dann schauen wir doch mal rein. So, ich wollte mir das hier mal angucken. Pietsmeet über Streaming als Traumberuf. Bin mir nicht sicher, ob man sich das angucken kann oder nicht. Also, ich habe nur von Stay. Soll ich jetzt schon stoppen? Hui. Ja, wieso heißt der, also der Titel hängt sich an dir auf? Naja, ich also das Video komme geht ja auch wahrscheinlich über viel dich vor. Hauptsächlich. Das weiß ich nicht, ich habe das Video nicht gesehen. Hast du das Video gesehen? Nee, aber das klang so, als wenn man so ein Auto, also von dir eine Meinung eingeholt hat, von vielen. Mann, ja. Und nicht, wir nennen dieses Video, Pietsmeet sagt dir, wie du mit YouTube, mit Twitch oder YouTube Geld verdienst. Ja, aber Pietsmeet ist der Haupt... Teil, also der Hauptbekannte in diesem Spiel und diesem Beitrag und deswegen wird wahrscheinlich Pietsmeet auch in dem Titel stehen. Okay. Ich ist ja nicht gelogen, wenn ich in dem Video vorkomme und über Streaming als Traumberuf rede. Ja, Gosh. Ja. Ne? Ich hatte was anderes erwartet. Okay, ja, weiter. Traumberuf. Bin mir nicht sicher, ob man sich das angucken kann oder nicht. Also, ich habe nur von Stay dazu einen Beitrag auf Twitter gesehen. Der hat geschrieben, ich muss immer lachen, wenn jemand sagt, Stream sei Arbeit, nur Menschen, die noch nicht richtig gearbeitet haben, für einen Job, der schlecht bezahlt ist und gemacht werden muss, weil die Miete ansteht, sagen sowas. Wenn Stream für dich Arbeit ist, hör auf damit. Das ist natürlich erstmal eine kräftige Aussage. Also ich würde persönlich, um mal vorweg zu sagen, ich würde persönlich vorher auch sagen, Stream ist für mich Arbeit, aber keine Arbeit, die anstrengend ist oder keine Arbeit, die mich belastet. Es wäre falsch, wenn ich sage, nein, Stream ist keine Arbeit, denn ich verdiene damit ja Geld, also folgedessen ist es meine Arbeit. Oh, Folge ist Arbeit. Aber es ist keine stressige Arbeit. Also es ist nicht vergleichbar mit einem normalen Beruf. So, schauen wir uns mal den Beitrag an. Dem stimme ich zu. Dem würde ich auch zustimmen. Was Monte sagt. Also, ich weiß nicht, was... Also, verstehe nicht, was da, ehrlich gesagt, Stay... Ja, wir müssen jetzt das Video gucken. Ich weiß halt nicht, wie sie es zusammengeschnitten haben. Meiner Meinung nach habe ich auch nichts anderes gesagt. Ich würde niemals hingehen und sagen, ja, das ist so anstrengend wie am Bauarbeiten oder sowas. Ja. Nein, auf gar keinen Fall. Aber es ist halt unser Job. Ne? Also ich weiß nicht, ob das definitionstechnisch was anderes ist, Arbeit und Beruf oder Arbeit und Job. Ja. Man macht halt sein Hobby zum Beruf und dann ist das doch seine Arbeit. Also so habe ich es immer verstanden. So würde ich es auch sagen. Ich verstehe es auch noch weiterhin. Gut, gucken wir mal. Meiner Meinung nach kann man als Streamer... Ist das nur so leise oder ist voll der leise? Hässliche Bengel okay. Da. Ist schon voll zur Lautstärke, kein Problem. Ich bin ja Profi. Bin ja Profi im Livestream-Chat. Machen wir mal doppelt so laut. Sein, was man so besser? Meiner Meinung nach kann man als Streamer nicht erfolgreich werden, wenn man es rein als Job sieht. Das ist ja aber auch schon mal eine Aussage. Die okay. Man kann als Streamer nicht erfolgreich sein, wenn man es als Hobby macht. Nee, hä, hey, was? Er schreibt selber los. Nur noch mal kurz für alle Leute, was ich gesagt habe, man kann nicht als Streamer erfolgreich werden, wenn man es nur als Job sieht. So meine Aussage war gedacht so, du musst halt Spaß dran haben und es muss deine Leidenschaft sein, weil sonst wird das nichts.
Du darfst halt nicht den Anspruch haben, von Anfang an, damit verdiene ich jetzt Geld, weil das wird nicht funktionieren wahrscheinlich. Ja, kannst du von mir aus auch, aber wenn du halt das rein als Arbeit siehst, total emotionslos, finde ich, wird es halt schwierig, weil du dann nicht, das meinst du. Das ist die Aussage, die ich eigentlich treffen wollte. Ja. Es muss wirklich eine Art Passion und Lebenseinstellung sein. Es muss wirklich etwas sein, was man von Herzen aus machen möchte. Man muss morgens aufwachen und das ist sozusagen das Erste, woran denkt. Und es ist auch das Letzte, woran denkt, wenn man abends ins Bett geht. Ja. Ja, gut, Peter. Hä? Ja. Also ich muss gleich mal sagen, zu sagen, man kann auf Twitch nicht erfolgreich sein, wenn man es nicht als Job sieht, dann wiederum aber sagen, es muss eine Passion sein und man, das ist das, wo man dann morgens, wenn man aufsteht, dran denken muss und wenn man einschläft, das hört sich ja für mich genau gegenteilig von dem an, was ich mit einem Job verbinde, mit einem Job. An den Job möchte ich nicht denken, wenn ich morgens aufstehe und ich möchte nicht daran denken, wenn ich abends schlafen gehe, sondern ich möchte an den Job nur denken, wenn ich bei der Arbeit bin. Oder habe ich es falsch verstanden? Habe ich denkt wieder? Okay, ich höre nochmal rein. Ja, ich glaube, er hat es falsch verstanden. Dann lassen wir das mal nochmal gucken. Ich möchte aber nur mal ganz kurz dazu sagen, dass mit dem, das Erste, woran man morgens aufsteht, das Letzte, wo man ins Bett geht, das ist natürlich, das muss man jetzt nicht auf die Goldwaage legen, ja? Das habe ich halt, was ich damit sagen wollte, ist, dass es halt auch eine Leidenschaft sein soll, wenn man es als Hauptberuf machen möchte. Ja, Peter, der Meister der Metaphern. Ja. Meiner Meinung nach kann man als Streamer nicht erfolgreich werden, wenn man es rein als Job sieht. Ach, okay. Ja, gut, ich hab's falsch gehört. Gut, alles klar. Mein Fehler. Das ist wirklich eine Art Passion. Ja. Genau so, wie ich es gesagt habe, meinte er es auch. Ich hab's falsch verstanden. Lost. Lost. Eine gute Serie. Streaming als festes Standbein ist nicht nur Zocken, mit dem hast du geredet? Sondern auch Arbeit. Ja, mit dem habe ich geredet. Streaming als festes Standbein ist nicht nur Zocken, sondern auch Arbeit. Dieser Job bedeutet Leistungsdruck, always online und eine absurd hohe Konkurrenz. Warum sich trotzdem das halbe... Okay, verstehe. Always online, Bruder. Kann sich aber auch nur ZDF ausdenken. Auch ein bisschen überspitzt. Hat unter anderem mit diesem Herrn zu tun. Tyler Blevins, besser... Warum sich trotzdem das halbe Internet am Stream versucht, hat unter anderem mit diesem Herrn zu tun. Tyler... Ja, gut. Das müssen wir jetzt schon ausmachen, Digga. Blevins, besser... Hä, wieso? Ja, weil es halt so übertrieben ist. Weil es halt für Leute, die nicht mit Streaming zu tun haben, erklärt wird. Und, und Monte kennt sich logischerweise mit Streaming vermutlich aus. Ja, okay, aber ich denke, dass Ninja echt viele Leute inspiriert hat, auch das mit dem Streaming auszuprobieren, oder? Das kann gut sein, aber ich glaube, Monte hätte sich vielleicht gewünscht, auch dass er da vielleicht steht als... Wobei, ja, okay, aber deswegen ist die Aussage eine gewagte Theorie. Ist Monte nicht nur der zweitgrößte Streamer in Deutschland? Wer wäre denn der größte? Meiner Unge. Ja. Nicht Twitcher, Streamer. Ja, das könnte sehr gut sein, ja. Aber also eigentlich müsste Unge da stehen, ja? Eigentlich müsste Unge da stehen. Aber das ist halt, ja. Okay, whatever. Also das hat ihm offenbar nicht gefallen. Ich habe jetzt noch kein großes Problem da drin gesehen. Auch wenn das am Anfang mit Streaming ist Arbeit, Konkurrenzdruck, klar, das ist in gewisser Weise, das kann man so oder so verstehen. Always online. Bekannt als Ninja ist derzeit der größte und erfolgreichste Streamer im Netz. Stimmt nicht. Stimmt einfach nicht. Schon verkehrt. Naja, hat er recht. Seitdem er auf Mixer ist, ist er mit Sicherheit nicht mehr was hat er denn für Aufrufzahlen? Auf Mixer nicht mehr so viel. Ich habe keine Ahnung. Ich wäre jetzt auch davon ausgegangen, dass er auf Mixer nicht mehr die Größe hat, die er vorher hatte. Er ist mit Sicherheit immer noch der bekannteste Streamer. Also ich glaube, da kann man schlecht gegen argumentieren. So weltweit der bekannteste Streamer. Ja. Weil allein durch die ganzen News, die er hatte, als er zum Mixer gewechselt ist, hat ihn ja jeder. Der war ja auch auf Covern drauf und sowas alles. Aber ich weiß nicht mehr, wie viele Concurrents er jetzt hat. Der gehört zu irgendwie den wichtigsten 100 Leuten der Welt oder sowas. Tatsächlich. Obama? Es gab doch irgendwie, wer macht denn das immer? Time? Forbes? Time, Forbes, irgendwie sowas. Keine Ahnung. Irgendwer hat auf jeden Fall ihn auch in die Top 100-Liste gepackt. Ja, ich glaube schon. Ja. Nehmen wir uns doch mal anfangen, die Pizza.de Top 100-Liste. Ja. Ich hab gerade hier recherchiert. Ja. Ninja hat ungefähr ein Viertel so viele Zuschauer wie vorher noch. Naja. Ist ja immer noch gut. Also von 40.000, die er am Ende hatte auf Twitch,
weil es halt ein bisschen runtergegangen ist von seinem, also er war ja nicht mehr auf dem Höhepunkt seiner Karriere, als er Ja. gewechselt ist, ist er jetzt so bei 10.000 Zuschauer auf Mixer. Concurrence dann immer. Und bei Shroud ist es, der hatte so 23, was hat er jetzt noch? So 7.000, also über die Hälfte, auch so ein Drittel. Ja, dann würde ich sagen, ist halt wirklich Ninja nicht mehr der Nee, nee. größte Streamer im Internet. Er ist Da Unge ist ist größer als er. Unge Es ist größer, ja. also wechselt ja auch Monster innerhalb natürlich auch. halbjährlich, kannst du da ein neues Video zu rausbringen Ja, quasi. stimmt. Boah, jetzt gehen wir mal ganz kurz noch richtig deep Mama. rein. Oh, Ja, okay, Mann. warte, Ist ja. Unge Ja, wir gehen. überhaupt ein deutscher Streamer? Könnte So auf RAM, ey. diskutieren. Oder ist er nicht ein portugiesischer Streamer mit deutschem Content? Deutschsprachiger Er Streamer. ist ein deutschsprachiger Streamer, genau. Okay, Und auch whatever. Deutsch. Hat er Bevor er auf Mixer gewechselt ist. Ein Beitrag jetzt schon unsympathisch. Als er auf Twitch streamte, folgten dem 28-Jährigen über 200.000 Abonnenten. Das bescherte Ninja ein Jahreseinkommen von rund 10 Millionen Dollar. Seit Sowas finde ich auch immer schwierig, muss ich ganz ehrlich Ja, sagen, finde ich auch tatsächlich. schwierig. Das weiß doch keiner so Welcher richtig, Praktikant oder? hat das Scheißding gemacht? Oh Also Gott, erstmal, okay, die ja Freunde gut. vom ZDF. Erstmal. Ich mache das jetzt in 10 Sekunden. Ninja haben nicht 200.000 Leute gefolgt, sondern Ah, lol. 14,7 Nee, sag Millionen mal, der hängt sich jetzt Abonnenten. gerade auf Ein Abonnenten. kleiner, aber feiner. Aber Abonnenten ist Subscriber, ein Abonnent Ja. in dem Sinne. Übersetzt ist Aber. Subscriber Abonnent, ja. Ja, Ja. okay. Also wenn Sie sagen 200.000 Abonnenten, dann ist es übersetzt 200.000 Subscriber. Sie haben halt Follower gesagt, Jetzt ist ne? das aber ein Gut. bisschen gefährlich, weil du halt, wenn du YouTube mit Twitch vergleichst, sind Ja. Abonnenten die, die nicht zahlen. Deswegen verstehe ich, wie es zu dieser Verwirrung jetzt kam, aber das, Ja. was das ZDF da sagt, zumindest was die Abonnentenzahl angeht, ist grundsätzlich ja korrekt, wenn man es halt mit Subscriber übersetzt, was die korrekte Übersetzung ist. Ich Versteht habe. aber kein normaler Typ, der keine Nee, Ahnung von Stream da hat. musst du echt drin sein, dass Subscriber auf Ja, Twitch anders sind genau. als bei YouTube. Also wenn du Ja. 200.000 sagst, denkst du erstmal, boah, 200.000 ist ja gar nicht so viel, aber es sind ja 200.000 zahlende Weiß ich nicht. Zuschauer. Leute, die nicht im Game drin sind, für die sind Abonnenten standardmäßig bezahlende Kunden. Ne? Nee. Ja, natürlich. Wenn du eine Zeitschrift abonnierst, bezahlst du die. Ja, okay, im Fernsehen ein Zuschauer, der bezahlt aber nicht, Ja, das ist ein im Fernsehen heißt Zuschauer. das aber Der nicht ist aber kein Abonnent. Abonnent. Der Wenn ist du ein nicht Zuschauer. YouTube kennst, ist Okay, Abonnent verstehe. grundsätzlich ein Okay. bezahlender Kunde. Man hätte dann irgendwie differenzieren müssen, dass man merkt, wie groß der ist. Weil ich, wenn jetzt meine Eltern das gucken würden, würden sie sagen, hey, da 200.000 Leute, die ihm folgen, ist irgendwie nicht so riesig. Also nicht so riesig wie, der hat irgendwie 200.000 14 Millionen Abonnenten. Follower auf dem Twitch-Kanal. Ich Finde Ja, ich es glaube, es gut, wo sagt ich hier aber, das Zitat gestoppt war habe. aber, glaube ich, vom ZDF, Ja. dass 200.000 Abonnenten ihm folgen oder irgendwie sowas. Das war verwirrend. Egal. Feiner Unterschied, würde ich sagen. Abos meinte sie, ja, aber es ist, ja, ihr braucht Freunde. Hört noch mal ganz kurz hin, was sie sagt, bitte, okay? Hört noch mal aber hin. Besser bekannt als Ninja ist derzeit der größte und erfolgreichste Streamer im Netz. Als er noch auf Twitch streamte, folgten dem 28-Jährigen über 200.000 Abonnenten. Ist natürlich Also, schwierig. Ja, finde das ich auch wäre. schwierig. Es Ja. folgen Abonnenten und dann hast du Follower und Subscriber da Ja, was drin. Also das ist unterschiedliche halt Sachen schon sind. sehr Ja. unglücklich Naja, ausgedrückt, aber es ist dann immer die noch korrekt. Person. Ihm folgen natürlich auch seine Subs. Aber ich Ja, verstehe die wow. Verwirrung, aber es ist Ihn korrekt. abonnieren seine Es ist Subs. nicht gut ausgedrückt, Man Peter. Ihm hätte es einfach folgen seine beides nennen Follower, können, oder nicht? Ihm Ich folgen habe keine natürlich auch Ahnung. seine Subs. Ja, Das das stimmt, genau. aber es ist trotzdem mies. Also, sie hat mal ein Ja, bisschen, ihn ihm folgen bezahlen 14 seine Subs Millionen. wäre das Er hat Richtige. 14 Millionen Follower und 200.000 Subs oder so, oder Abos. Das wäre Ja, richtig das gewesen. wäre Das finde ich verständlicher gewesen. So ist es nicht gut trotzdem ausgewirkt. noch richtig. Ja. Aber es ist Unglücklich. unverständlich. Ja, Wenn man unglücklich würde ich unnötig auch kompliziert sagen. ausdrückt, ist das schlecht für ZDF. Nee. Sagt, folgten ihm über 200.000 Abonnenten. Es stimmt, die Aussage stimmt im Grunde schon. Es verfolgten ihn über 200.000 Abonnenten, weil die haben ihn subscribed und die verfolgten ihn. Aber die Zahl folgten sind für mich Follower. Es ist auf jeden Fall, sagen wir es mal so, unglücklich formuliert. Es ist mindestens unglücklich formuliert. Das Ja, bescherte können wir uns Ninja alle ein drauf einigen. Ja. Jahreseinkommen von rund 10 Millionen Dollar. Seit Herbst 2019 steht er als Streamer exklusiv bei Microsofts eigener Streaming-Plattform Mixer unter Vertrag. Für welche Summe ihn der Konzern verpflichtete, ist nicht bekannt. Die Time zählt Ninja zu den 100 Ah, wichtigsten Personen im Jahr Time. 2019 und rankt ihn damit auf dieselbe Stufe wie Michelle Obama. Tyler Blevins gibt der Streaming-Kultur ein Gesicht, ist damit quasi eine Ikone seiner Generation.
Aber lohnt es sich, ihm nachzueifern und Streaming zum Hauptberuf zu machen? Wenn man dementsprechend erfolgreich ist auf der Plattform, gibt es natürlich dann auch die Möglichkeit, Janik, das Hobby zum Beruf zu machen. Also nicht auf der Plattform gibt es natürlich dann auch die Möglichkeit, dass... Janik, oha. Hä? Da muss ich jetzt einmal ganz kurz gucken. Wo ist mein Handy jetzt? E. Ah ja, okay, den Janik kenne ich. Das ist nämlich der, mit dem ich auch schon geredet habe, wegen meiner Twitch-Kündigung. Das Hobby zum Beruf zu machen. Also nicht mehr einfach aus der Freude heraus, also natürlich auch noch aus der Freude heraus, aber nicht nur aus purer Freude hinaus zu streamen, sondern halt auch zu streamen, weil man damit seinen Lebensunterhalt bestreiten kann. Und davon gibt es ja mittlerweile mehr und mehr Beispiele in Deutschland und international sowieso, wo das ab... Streaming-Einnahmen gibt es für Werbung und Abonnenten, für Bits, für Donations... absolut gang und gäbe ist, diese Aspiration zu haben für Menschen, die neu auf unsere Plattform kommen und die anfangen zu streamen. Das ist mit Sicherheit einer der Hauptbeweggründe, zu sagen so, hey cool, ich kann es auch schaffen, mit dem, was ich mache, wirklich erfolgreich zu sein. Das Problem ist, es können nicht unendlich viele machen. Das heißt, sogar wenn man genau sein will, ist die Anzahl der Leute, die das hauptberuflich machen können, sehr, sehr, sehr gering. Das heißt, wenn alle, die tatsächlich jetzt diesen Berufswunsch haben in jungen Jahren, den verfolgen würden, schaffen es davon vielleicht 2%. Das heißt, die Chance, dass das nichts wird, ist vergleichsweise groß. Deswegen würde ich halt sagen, ja, habe den Traum, verfolge ihn gerne. Durch diese grafische Darstellung wird aber suggeriert, dass das ein Fakt ist. Finde ich auch blöd tatsächlich, weil das war halt so als Beispiel gedacht. So, wenn jetzt alle anfangen, okay, ich will Streamer werden, die versuchen das, so wie ich will Fußballstar werden, dann schafft das ein geringer Prozentteil. So, ich sag mal 2%. Dadurch, dass die aber diese Animation gemacht haben, klingt das direkt so, das ist wissenschaftlich bewiesen. Wir haben 100 Streamer gefragt und die haben Peter, guck dich doch mal an. Bist du nicht Wissenschaftler, oder? Nee, ich sehe da, das ist auch wieder ein Experte. Experte. Ja, Experte. Das ist ganz wichtig. Aber nicht mit aller Macht. Also, hör jetzt nicht mit der Schule auf, weil du 200 Follower auf Twitch hast, meine ich jetzt so als Beispiel. Ich verstehe auch nicht, woher die 2% kommen und ich verstehe auch nicht, warum das dann so mäßig davon eingeblendet wird. Ja. Hä, hey, Leute, wie wir uns die ganze Zeit über die gleichen Sachen unterhalten. Ja. Warum reacten wir einfach darauf? Monte sagt genau das. Wir können aber Monte das Video hochladen, unser Gesicht da drüber legen und fertig. Okay, das ist lustig. Ich sollte das lassen, dass ich einfach irgendwelche Prozentzahlen sage. Nee, sag einfach. Aber gut. Du hast wahrscheinlich gerade 2 Promille meiner Blut. Meinung nach, ja. Ich würde nicht grundsätzlich sagen, dass das ein blöder Wunsch ist. Die Jungs um PietSmiet gehören heute auch zu den erfolgreichsten Profi-Streamern im Netz. Millionen von Usern konsumieren ihr Angebot. Angefangen hat alles aber ganz klein. Peter gründet mit einer Handvoll Freunden einen einfachen Gaming-Videokanal auf YouTube. Peters Videos erreichen innerhalb kürzester Zeit hunderttausende Menschen. Der PietSmiet YouTube-Kanal baut sich schnell eine Community aus Stammzuschauern auf. Die Jungs setzen bald auf Twitch als zweite Profi-Streamer. Wow, nicht mal Dark Mode. Wow! Okay, der Sitz hat gesessen, muss ich sagen. Wo hatte ich denn nicht mal Dark Mode, möchte ich mal ganz kurz sagen. In dem Overlay-Chat. Ich weiß nicht, ob es das gibt, aber ich glaube, das meint er. Wow, weißt du, nur weil man kein Dark Mode benutzt, ey. Das ist jetzt schon, Monte, ist jetzt schon hart jetzt. Was soll das denn jetzt hier so von cool. hinten einfach? So nicht. Die Plattform damals schon starke Konkurrenten am Start hat, die um die Aufmerksamkeit bei den Streaming... Starke Konkurrenz? Obwohl die Plattform damals schon starke Konkurrenten am Start hat... Starke Konkurrenz, Digga. Starke Konkurrenz, Digga. Auf jeden Fall. Er findet das sich selber gerade nicht, oder was? Ja, 986 Zuschauer. Ich wollte gerade sagen, er guckt wahrscheinlich so, hey, das ist doch alles keine Konkurrenz, das sind was Fliegen im aufgenommen zu worden. Mir. Morgens um 12 oder morgens um 11? Ja, wahrscheinlich zumindest zu den Arbeitszeiten, war die normalen. Ja, mittags vielleicht. Schöne Slot-Maschine. Slot-Room auch nochmal. Finde ich gut, LOL! Auf jeden Fall. LOL! Das ist ja auch wieder mega gut, aber oben steht noch. Ah ja, nee, alles gut. Auf ganz entspannt hier. Casino-Streamer, man kennt sie, Freunde von mir. ZDF. Also meines Wissens nach gibt Slotroom maximal 2-3 Monate. Dementsprechend damals Konkurrenz mit einem Bild von, was 2-3 Monate alt ist. Ja. Gut. Warum also raus aus der Komfortzone? Das war übrigens gestellt. Die Bildschirme waren aus. Ja, klassische Fernsehstyle. Hä, wo kommt das Licht her? Das haben wir über Jahre festgestellt. Die haben da eine Kamera, also so ein Licht draufgestellt einfach.
Das ist, YouTube ist nicht mehr unbedingt der optimale Platz dafür, weil es hat sich eine neue Technologie ergeben, nämlich das Streaming. Da kann man im Endeffekt genau das Gleiche machen, nur dass es live ist. Das heißt, die Leute gucken sich nicht ein Video von dir an, was du vor 2 Wochen hochgeladen hast, sondern die können dir direkt dabei zuschauen, während du gerade das Videospiel durchspielst und dir beispielsweise sagen, warum du gerade an dieser einen Position hängst und nicht weiterkommst, weil das war natürlich beim Zuschauer immer super frustrierend. Das ist nur einer der Vorteile, aber generell ist der beste Part des Streamings die direkt... Der Gegenschuss jetzt, nur um zu sehen, wie er zustimmt. Okay. Dass Peter nicht mit einer Wand redet. Mit den Leuten, die dir gerade zuschauen. Du kriegst Instant-Feedback auf alles, was du machst und kannst Fragen beantworten oder kannst halt merken, okay, die Stimmung geht in die Richtung, die Stimmung geht in die Richtung. Es ist eine viel nähere Beziehung, die da aufgebaut wird. Das stimmt. Die Koops zwischen Zuschauern und Streamern verhelfen Live-Plattformen zu astronomischen Zahlen. Im vergangenen Jahr haben über 2,2 Millionen Gamer ihre Spiele online gestreamt. Allein auf Twitch haben 15 Millionen Menschen dabei zugeschaut. Pro Tag. Star-Streamer wie Ninja tragen zu dem Hype ihren Teil bei. Die sind heutzutage nämlich vor allem eines, Entertainer ihrer Community. Also ich finde es jetzt schon schade, dass auch dieser Beitrag irgendwie gefühlt nur immer auf die englischen Streamer irgendwie Fokus schaut. Dabei haben wir in Deutschland... Echt mal ungefähr. Also Deutschland ist schon so stark, was den Streaming-Bereich angeht. Da warum immer das Beispiel Ninja? Laufen zu halten, muss man sagen. Ja, weil es halt der größte der Welt ist. Warum ja, nicht? Aber nichtsdestotrotz ist Deutschland aber auch ist halt ein großer Bereich. Also ZDF-Beitrag. Ne? Meine Oma interessiert sich auch nicht, was irgendwie ein amerikanischer Streamer macht. Hm. Also kann ich schon ja, stimmt. Ungefähr auch gut Auge im Chat sein. Der Kontakt mit der Community ist super wichtig und gibt's. Was soll das jetzt sein hier? Um den Stream am Laufen zu halten, muss man seine Zuschauer entertainen und mit mindestens einem Auge im Chat sein. Der Kontakt mit der Community ist super wichtig und gibt Streaming erst seinen Reiz. Hier spielt man nicht alleine oder zu zweit. Hier spielt man mit der ganzen Welt. Bevor Multiplayer-Games groß geworden sind, saß man vorm Computer und hat das, was man gemacht hat, für sich selber gemacht und hat das dann auch sehr genossen. Aber es gab keine Möglichkeit, dass... Oh, guck mal, komm, ja. Geiles Spiel. Danke, Mutter! Danke, ja. Den Darkmoon kannst du dir in den Arsch schieben, mach mal ein gutes Spiel. Scheiße, das ist schon witzig. Das verbindet viel, finde ich gut. Also all das, was vorher Jahrgang, in kleineren Räumen stattgefunden hat, vielleicht dann später auch mal auf LAN-Partys mit Menschen zusammen, die in einem ähnlichen Interessensbereich unterwegs waren, das funktioniert natürlich jetzt auf einer viel größeren Skala und auf einer viel größeren Ebene. Ernsthafte Ambitionen im Streaming zu haben, ist nicht schwer. Dafür ist die ganze Nummer viel zu attraktiv. Mit diversen Zuschauern Videospiele zu zocken und damit Geld zu verdienen, hört sich nicht wie der schlechteste Job an. Was auf den ersten Blick ganz geil klingt, bringt doch große Herausforderungen mit sich. Wir haben uns bei Hobbystreamern umgehört. Die Gefahr, sich blenden zu lassen durch den Erfolg von großen Streamern, die ist auf jeden Fall vorhanden. Heute wird es jedem möglich gemacht, mit einem eigenen Stream an den Start zu gehen. Die Technik wird immer erschwinglicher und ja, man kann sich leichter reinfinden. Aber da hat er schon recht. Ich weiß nicht, wer der ist, aber da hat er schon recht. Wenn ich überlege damals, was so Streaming-Equipment gekostet hat damals und im Vergleich zu jetzt, bei den ganzen Produkten, die es auch jetzt gibt, es ist schon viel, viel leichter. Die großen Persönlichkeiten, die geben dadurch auch viel Freiheit ab. Sie geben viel von ihrer Privatsphäre ab. Und sie müssen sehr hart arbeiten, um da zu sein, stopp wo sie jetzt kurz stehen. Wieso? Ich hatte gerade mal, da stand halt Dominik Schlipper. Hier, Hobby. Hobby-Streamer. Namen. Hobby-Streamer. Ich habe gerade nach ihm gegoogelt. Arbeitet bei Rocket Beans. Ah, das ist hilfreich. Was ist das denn die Rocket für ein Hobby? Beans haben das auch produziert. Ah, aber was ist aber denn das vielleicht, für ein Hobby-Streamer? Vielleicht streamt er ja privat. Ach so. Also nicht bei den Rocket Beans, sondern privat auf seinem Kanal für, keine Ahnung, 50 Leute, 20 Leute, 10 Leute. Also, weiß ich glaube, sie ist ja nicht bei den Rocket Beans. Ich muss das könnte ja überall sein. Also das ist von den Rocket Beans auch produziert worden? Ja, genau, im Auftrag vom ZDF Kultur, genau, ja. Rocket Beans macht ja auch Produktionsarbeiten und dann haben das ist halt von denen als Produktionsarbeit gemacht. Und nehmen die sich dann nicht selbst als Experten? Dann ist das ja einfach. Haben sie ja offensichtlich. Nein, nee, aber ich meine, statt dich setzen sie da Etienne hin oder so. Ja, vielleicht wollen sie nicht zu viel machen. Ja, vielleicht wäre das zu krass. Weiß ich zu nicht. Zu viel Eigenproduktion. Vielleicht hat Etienne auch keinen Bock.
Hast du den nächsten dumm genommen? Bei mir war es dann wirklich, mich an meinen eigenen Streamplan zu halten. Ich hatte nämlich dreimal die Woche immer regelmäßig gestreamt, immer nach der Arbeit, und ich habe gemerkt, dass mich das total überfordert. Nach einem harten Arbeitstag dann nochmal zu streamen, gute Laune auszustrahlen, das ging halt irgendwann mal nicht mehr. Und dann habe ich das komplett aufgelöst und habe gesagt, ich streame jetzt immer, wenn mir danach ist. Jemand, der einen Einkaufsladen besitzt, denkt sich halt auch, ich muss morgen den Laden aufmachen, weil sonst habe ich Verluste. Jeder Streamer ist auch für sich ein Einzelunternehmer in dem Regelfall. Und dazu gehört, regelmäßiges Programm zu liefern. Man kann halt theoretisch natürlich sagen, yo, ich bin der Künstler, ich mache jetzt 2 Wochen Pause, weil ich Bock drauf habe. Aber das macht sich direkt im eigenen Geschäft sozusagen bemerkbar. Da finde ich, hat er schon recht. Klar, man kann sagen, ich mache jetzt so und so lange Pause. Und auf gewisse Art und Weise kann man das auch machen. Wenn ich jetzt sagen würde, oh, ich bin jetzt, gut, bei mir ist es noch was anderes, aber wenn ich jetzt sage, ich bin jetzt 2, 3 Wochen im Urlaub, dann würden mir das alle verzeihen und wieder am Start sein. Klar würde ich weniger Subs dann haben und alles. Was man nicht machen kann und was sich definitiv negativ auf seinen Kanal auswirkt, zuschauertechnisch und, ist einfach mal für 2, 3 Monate verschwinden oder für ein Jahr. Grüße gehen raus an Electrics. Das wirkt sich schon negativ auf deinen Kanal aus, auf jeden. Also das ist einerseits cool, weil jeder seines eigenen Glückes Schmied ist so ein bisschen. Gleichzeitig entsteht dadurch eine gewisse Drucksituation, denn weil man meistens Einzelgänger ist oder Einzelkämpfer ist, ist halt so ein 2-wöchiger Urlaub eher problematisch. Also das kann man eigentlich nicht bringen. Oder nur dann, wenn man sehr, sehr groß ist. Wenn man gerade im Aufbau ist, dann muss man im Zweifel ein paar Jahre durchhalten und täglich powern. Da stimme ich ihm, also da würde ich ihm schon widersprechen. Ich bin nicht der Meinung, dass wenn du anfängst zu streamen, verpflichtet bist, über Jahre ohne Pause zu streamen. Das würde ich nicht so unterschreiben. Jeder hat noch sein Real Life, und wenn du mal für 1, 2 Wochen im Urlaub bist, dann kann es sich natürlich trotzdem negativ auf deinen Kanal auswirken, aber dass es dein Untergang ist, auf keinen Fall, würde ich so nicht unterschreiben. Nein. Aber wenn du den Erfolg haben willst, dann musst du das machen. Sehe ich anders, Digga. Du bist nicht verpflichtet dazu, jahrelang durchzustreamen, ohne dir mal einen Urlaub zu gönnen. Für Streamer. Also, das kann auch auf jeden Fall passieren. Also, ich glaube auch nicht, dass du auch im Aufbau nicht alles wieder verlierst, wenn du 2 Wochen weg bist. Was ich eigentlich eher meine, ist, dass dir dann halt 2 Wochen die Einnahmen fehlen. Und das kann halt, wenn du auf diese eine Karte setzt, das Geld sein, was du brauchst. Das überlegst du dir dann halt 2-mal, ne? Das ist halt doppelt teuer. Wenn du aber darauf angewiesen bist, auf das Geld, dann wirst du auch nicht in Urlaub fahren, weil du dafür dann auch nicht die Kohle hast. Genau, das ist ja auch nicht zustimmt. Ja. Ich gebe auch Leute, kommt auf den Urlaub an. Ja, ich meine, du denkst vielleicht direkt Karibik, aber manche fahren ja auch einfach nur mal eine Woche in die Eifel. Oder bleiben einfach zu Hause und machen es dann halt nicht. Aber genau. Dir würden ja, dann direkt diese 2 Wochen Einnahmen fehlen. Und das ist das, was ich meinte, ist halt, wenn du noch im Aufbau bist und dir das nicht leisten kannst, kannst du halt diese 2 Wochen Pause nicht machen, theoretisch. Also, ihr habt beide recht. Also. Alle haben recht hier, wir sind alle gute Freunde hier. Was ist denn heute los, Alter, scheiß React? Kann neben dem Leistungsdruck auch die eigene Community zum Problem werden. Denn einige User nutzen Twitch, wie andere Social-Plattformen auch, als Sprachrohr für giftige Kommentare. Bei Funk, dem Online-Angebot von ARD und ZDF, kennt man sich mit solchen toxischen Usern aus. Ja, ich glaube, für Twitch gilt das Gleiche wie für alle Communities. Wenn ich da nicht ordentlich moderiere, dann setzt sich ganz schnell fest, dass Hasskommentare akzeptiert sind. Ne? Da muss nur einer. Logo. Der ist nicht nur für Twitter und so zuständig, ja, der ist kein nicht nur Social Media, der ist Innovationsmanager Social Media. Ja? Was ist das denn wieder für ein Also, die Titel werden doch immer abgefahrener. Innovationsmanager, was benutzt das Skype zum Interview? Reicht schon für mich, das dabei. Okay. Das ist wie Magic spielen darüber, ey. Armselig. Gar nicht klar. Anfangen, eine Beleidigung schreiben und die bleibt einfach stehen. Dann sehen sofort alle anderen Zuschauer, okay, sowas kann ich hier schreiben. Und dann schaukelt sich das vielleicht auch hoch. Und diejenigen, die damit kein Problem haben, die bleiben, ne? Und dadurch kann sich dann so eine toxische Kultur herausbilden, und diejenigen, die damit ein Problem haben, die gehen. Und das heißt, es bleiben irgendwann nur noch diese toxischen User. Warum das bei Twitch und Livestream-Plattformen, glaube ich, nochmal extremer ist, ist, dass diese
die Live-Situation, das Moderieren und das Community-Management viel schwerer machen, ne? Weil alles genau in diesem Moment passiert. Alle wegbannen. Ich kann nicht später Kommentare freischalten. Kann ich theoretisch auch, aber dann brauche ich sofort ein viel größeres Team, die sich irgendwie darum kümmern. Weil man kann sich selber... Ja, fühle ich jetzt nicht so, dass es auf Twitch, wie auf jeder anderen Plattform, auch negative Kommentare gibt und toxic. Ja, aber das war mir ein wenig zu überspitzt dargestellt. Glaube ich, sehr schnell runterziehen lassen, wenn alle im Chat schreiben, wie doof man ist. So, das sollte natürlich gar nicht erst dazu kommen, aber manchmal hat man die Situation einfach und bei uns ist die Regel, dass man halt nicht beleidigen darf, dass man halt nicht zu gemein werden darf und so weiter und so fort. Nur der Streamer darf. Viele freiwillige Helfer, die im Hintergrund moderieren den Chat und beispielsweise Trolle aussperren aus der Konversation, weil sie nichts Gutes dazu beizutragen haben. Ja, legitim. Aber das ist bei, von manchen wird unser Chat sogar als zu konservativ angesehen, beziehungsweise die Einstellung, die wir dazu haben. Es gibt ganz andere Streamer, die alles. Wir haben auch voll die Nazi-Mods. Ergeben sich die bannen ja alles weg. Chat, dass bestimmte Sachen gespammt werden, bestimmte Emotes gespammt werden und dann alles irgendwie. Das kann da auch positive Effekte haben, wenn sich der Chat so irgendwie gegenseitig aufbaut. Ja, genau, richtig. Ja, ja, erzähl das mal Delta, weißt du? Take my energy. Direkt alle gebannt. Moderatoren, wir lieben euch. Ja, 50, Streaming 50. Ist also an unterschiedliche Parameter geknüpft, die nicht alle planbar sind. Es braucht in erster Linie Talent, Menschen unterhalten zu können, aber auch Glück, Timing und viel Zeit. Vom Streaming leben zu können, ist wie ein Sechser im Lotto. Komplett, das hat komplett mein Leben verändert, 100%. Man darf immer noch das machen, was man liebt, aber auf einem ganz anderen Level. Und das ist, ich habe den besten Job der Welt, meiner Meinung nach. Und ich liebe das vom ganzen Herzen. Aber das ist so eine geile Position, dass man das gar nicht so wirklich in Worte fassen kann. Also das ist, mein Leben ist komplett anders dadurch geworden, als es sonst verlaufen wäre. Komplett anders. Streaming offenbart diverse Möglichkeiten, das Hobby in einem sozialen Umfeld zu zelebrieren. Als Profi-Streamer erfolgreich zu sein, bedeutet aber auch ständig unter Leistungsdruck zu stehen und Negativität ausgesetzt zu sein. Und selbst dann ist der Erfolg relativ unwahrscheinlich. Fest steht, dass Streamer ein Beruf ist, der dein Leben verändern kann. Vor allem ist es aber eins: harte Arbeit. Zensurtechnisch würde ich den Beitrag, wenn eins das Beste harte ist Arbeit. Und sechs das Schlechteste, eine 4 minus geben. Mindestens eine 4 minus. Kein guter Beitrag, Digga. Bin ich aber auch. Das war kein guter Beitrag. Übertreib? Nee, Aerox. Ich fand schon, das ist kein guter Beitrag. Die Personen haben mir nicht gefallen. Das, was Pete Smith gesagt hat, waren schon viele wahre Wörter dabei. Ist auch in Ordnung. Aber wie das Ganze dann am Ende dargestellt worden ist, Twitch wäre harte Arbeit und. Ach, nee, nein. Also, ich fand den Beitrag. Nicht gut. Peter war das einzig Gute da drin. Ja, Peter, ich mag ja Peter auch, Digga. Ich fand den Beitrag nicht gut, aber die Geschmäcker sind verschieden. Wenn aha, du erst deswegen Dark Mode und jetzt nochmal wieder einschreiben, wa? Ich mag so ja nicht. Peter auch. Face me Peter, on Peter, du warst das einzig Gute in dem Video. Liebe! Finde ich eigentlich gar nicht. Also ich fand ihn gar nicht so kacke, ehrlich gesagt. Ich fand den auch nicht, also 4 Minus hätte ich dem auch nicht gegeben, eher so eine 3 Plus. Ja, ein paar aber Kleinigkeiten fand ich jetzt auch nicht so gut. Auch so dieses Fazit, vor allen Dingen ist es eins harte Arbeit. Das unterschreibe ich halt auch nicht so, weil das weckt halt wirklich stark das Gefühl, als wenn man hier den Job mit einem tatsächlich körperlich anstrengenden Job vergleichen würde, was nicht vergleichbar ist, meiner Meinung nach. Muss ja auch kein körperlich anstrengender Job sein, das kann ja auch einfach ein Bürojob sein. Also es ist harte Arbeit in dem Sinne, dass du halt viel Zeit reinstecken musst. Ja. Das ist halt richtig, du kannst halt wenig optimieren. Ja, du kannst halt nicht sagen, okay, ich stream halt nur die Hälfte der Zeit und bin trotzdem die gleiche Zeit online. Das funktioniert halt nicht. Nee, das ist halt nicht wie in anderen Jobs, wo du sagen kannst, okay, in der Hälfte der Zeit produziere ich doppelt so viele Autos. Ja. Super viel Zeit invest, super viel Glück und halt Talent hilft natürlich. Wenn man ein geborener Entertainer ist, fällt es einem mit Sicherheit leichter. Und wenn man Kacke geschickt bekommt wie Knossi, dann geht das auch. Ja. Knossi ist auch geborener Entertainer. Der ist nicht geboren, ja. Deswegen verstehe ich, dass manche Leute dieses Fazit nicht so gut fanden und ein paar Kleinigkeiten fand ich auch nicht so gut, aber insgesamt. Fand es jetzt nicht so schlecht. Also haben wir schon gesagt, dass die Leute schaffen das. Ey, das ja. Ich meine, warte mal, wenn wir. Ich meine, so schlimm wie es ist, ja, das wäre zitierfähig. In der Bachelorarbeit. Nächstes Mal sage ich einfach, ich schätze jetzt einfach mal 2%. Nee, nicht nur wegen dir auch. Ich finde auch aufgrund der Darstellung, weil daraus halt nicht herauszusehen ist, dass es halt deine persönliche Meinung ist, sondern halt auch vom Cut her als Fakt dargestellt wird. Ja.
Das ist krass, was da rausgezogen wurde. Ich habe mich bestimmt eine Stunde lang, haben wir uns unterhalten. Die meiste Zeit ging es eigentlich um YouTube, weil das bei uns ja so, ich sag jetzt mal, wie unser Betrieb läuft, ja, um jetzt hier direkt wieder alle zu triggern, ist ja YouTube immer noch ein ganz wesentlicher Aspekt, sogar der wesentlichste. Und das kam jetzt alles überhaupt nicht vor. Es ging alles um Streaming. Aber das ist auch okay. Ja. Ja, interessant, Montes Meinung dazu zu sehen, auf jeden Fall. Die sind eigentlich ziemlich d'accord. Ja, häufig tatsächlich. Ich habe es nur nicht ganz so negativ gesehen wie er manchmal, aber gut. Ich bin ja auch eine Frohnatur vom Geiste her aus. Hä, Monte auch. Ja. Ja, okay. Guck mal da auf, der lacht doch auf dem rechten Bild dann. Ja, stimmt. Okay, vielen lieben Dank für diesen Vorschlag und diesen Wunsch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Wir haben ihn euch gerne erfüllt. Schaltet doch morgen beim nächsten React wieder ein. Da erfüllen wir euren nächsten Wunsch. Und wenn ihr es nicht verpassen wollt, gerne die Glocke benutzen. Bis dahin, haut rein. Ciao. Ciao. Tschüss.